Moment, sind Schlangen nicht von Haus aus kalt? Der Albtraum wie das Kriechtier ist. Okay, ich kenne mich mit Schlangen jetzt nicht so aus. Toll, ist geschockt und bewindet den Schrock gleich. Das ist echt. Gott, ich kriege! Und nie leiden! ja. Bevor die Schlange. Was waren das denn für Wachen? Könnt ihr gleich gar nichts hinstellen, das ist genauso. Ich finde es eine Wundsalbe, mehr nicht. Ich hasse Spiele, in denen man so wenig klauen kann. Es ist immer eine ordentliche Portion, Sachen zu klauen. Das ist echt hoch, nicht? Ich schlapp machen! Legst du 3-4! Legst du 3-4! Danke für die aufmunternden Worte. ja, der Hund ist leer. Ein Gegengift. Noch was? Nein. Kann ich die Statuen vielleicht mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Badekur. Kugel ist leer. Ein Direktor. Scheint aber tüchtige Jäger zu lieben. Ich glaube, heißen spreche ich auch jedes Mal anders. Scheißli, kann man mit der Art kaltherzigen Getüms einfach voneinander schmücken? Hey, warte mal, da hinten liegt noch mehr. Kann ich nicht mitnehmen. Kann ich das noch ansprechen? Ja, aber das kenne ich schon. Gut. Dann sind wir hier erstmal fertig und können weiter marschieren. Und zwar links 2, 3, 4, rechts, 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 links, 2, 3, 4, links, rechts, rechts, rechts. Feinde. Wo haltet doch ein völliges Reptil. Ach ja. Echte Soldaten halten, ne? Erst schlagen, dann fragen. So ähnlich wie die Polizei es immer macht. Hab ich jetzt nicht gesagt, ne? Das sind böse, unterschiedliche Gerüchte, dass irgendwelche Polizisten auf Leute einprügeln auf Demos. Völlig ohne Grund. Das ist böse, böse Gerüchte. Von bösen, bösen, verschwörungstheoretischen Spinnern, die man sowieso zusammenschlagen soll, verbreitet werden. Hat keinen Funken Wahrheit, ich glaube das gar nicht erst. Hoffentlich lassen wir noch jemanden übrig, der die Botschaft überbrechen kann. Das muss doch irgendwie gelingen, jetzt Kooperative zu werden, zu gehen. Es muss. Wilson! Mach mal ab! Bin endlich wieder mal erwähnt! Weiter! Ja, machen wir erstmal alles kaputt, ne? Das war schon immer eine gute Idee, hat schon immer gut funktioniert. Erst alles plattbomben, dann lassen wir es andere Leute wieder aufbauen. Ich gehe rechts hin und es geht in der Mitte auf. Gold! Das war ein riesiges Biest, lass uns schnell weitergehen. Guck dir so, ist klar, dass es ein Starter ist. Bitte, lass uns schnell weitergehen. Ich glaube, da ist alles zugeschlossen. Da rührt sich nichts! Ja, sieht auch schon so massiv gefährlich aus. Da rührt sich auch nichts. Das kann ich nicht ansprechen, auch nicht. Warum kann ich nicht mit Feuer reden? Och, Feinde! Sehr weg, Leutnant. Hinein! Ein Kampfschirm an! Wir müssen Amphros Brief übergeben. Da schickt es sich nicht. Vorher die Empfänger zu massakrieren. Warum denn nicht? Ja, aber wenn die Schlangen doch nicht mit sich reden lassen, bleibt es noch alles übrig. Ganz einfach. Wir ergeben uns. Wirklich? Ah, schön. Soll ich nicht? Natürlich doch, die Waffennarren. Oder haben sie etwa einen besseren Plan? So, ein Plan! Es dauert Attacke! Ach gut, Professor. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Also, gewiss doch. Wir stecken die Waffen. Strecken. Ach, wie auch immer. Ungewöhnlich. Aber dann bringen wir euch eben Leben vor die große Sanzi. Her mit euch. Oh Gott. Vorwärts. Ich klinge fast wie ein Auto, das sich anspringt. Naja. Spring dir da, meine Kinder. Bring uns, gnädigste, Symbol des Friedens und bitten ihre Gastfreundschaft. Was für ein artig kleines Kerlchen du doch bist. Bitte verzeih euren Kindern den groben Empfang, sind leider auch halbe Tiere. Bitte erlauben auch sie uns, unsere Bedauern für etwaige Misshelligkeiten auszusprechen. Jetzt wollte ich ganz irgendwie irgendwas misch, da fehlt doch ein C, habe ich mir gedacht. Mir scheint, haben wir uns zu sehr von Vorurteilen und Klischees leiten lassen. Ach, das ist das Los, das wir Schlangen tragen müssen. Ich habe auch einen losen Arbeitslosen.
sehen uns nach Wärme und wecken doch immer nur Angst, Abscheu und Ekel. Ja, ungerecht, dabei sind unsere Opferzeremonien längst nicht mehr so grausam wie in den alten Tagen. Schön. Opferzeremonien! Ich möchte euch nicht die Überraschung verderben, ihr seht es doch ohnehin gleich selbst. Hinterhältige! Och. Fall ab zu ihm, ihr Narren. Och. Loch im Boden, wie kreativ. Gottes Willen, Schatz. Puh, weil er beinahe in diese türkische Gruppe stürzt. Warum seht ihr auch der Plan? Das verlogene Schlanke ist jetzt. Was ist damit gemeint? Was sie sagt, wir fahren zu ihm hinab. Hab ich vor? Wir taten uns auf andere zu warten. Richtig, so ein Ausweg. Zu ihm. Haha, Satanas. Ein paar Reste eines großen Gegners. Echse, was auch immer. Hey. Ich schiebe hier besser mal nicht einfach irgendwas herum. Komm, springen wir runter. Oh. Nicht runterspringen, nein. Was ist da unten? Balsamöl nehme ich gleich mal mit hier, ne? Manchmal überrascht ihr euch selbst damit, wo ihr schon überall wart. Ach, ich wusste es. Aber das ist auch für mich gar kein Problem. Ich habe ja gegen dir. Ha! Und ich laufe gleich nochmal rein, um euch zu demonstrieren, wie viel Gegengift ich habe hier, ne? Und auch meine Mana-Punkte. Ich warte nur auf den Krug, wo nochmal was drin ist, wenn man ein zweites Mal anklickt und nein. So, ich muss jetzt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, den großen Kopf da drauf schieben. Kleiner wäre ich viel zu einfach. Aber wir versuchen das mal im Kleinen. Aber klar. So. Würde ich sagen, ich schieb dich immer da rauf. Gut, gut, das ist jetzt nicht so schwer. Wenn wir nächsten Abenteuerreise nehmen wir Kleber mit, dann stellen wir uns einfach auf den Schalter drauf und dann kleben wir ihn fest und können auch so rausgehen. Ha. Vamos, vamos, auf zur nächsten Reiserei. Was ist das jetzt mal für ein Spiel, Herr Professor? Mein Fahrer läuft noch dazu, gnädigste. Hoho, ich bin dabei, das. Was sagt man dazu? Komm, ich will da runter. Ich will das große Vieh kaputt machen. Es gibt Erfahrungspunkte. Mensch, Rollenspiel. Über diese Fallen, wo ich fast jedes Mal reinlatsch. Sieht das eine Wundsalbe? Für das Gegengift, für das Gegengift. Das wäre das Spiel aber großzügig. Irgendwas hier ist hier kaputt. Das Spiel schon wieder kaputt gemacht. Ach, verdammt. Habe ich doch erst letztens bei Siedler 1. Ach. Ich mache ständig Spiele kaputt. Gleich vom Dasein zu Boden gedrückt, eben uns hier, wenn es dir zu raten glückt, sagt die Zahl und passiert. Das war es wohl nicht. ich glaube, das war die Anzahl der Schlangenköpfe. Meint ich mich jetzt zu erinnern. 1, 2, 3, 4. Gegengift habe ich ja hier. Ich immer wieder reinlaufe, schön. Also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habe ich das richtig gezählt? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moment. Muss ich die auch mitzählen? Zähle ich falsch? Zähle ich was Falsches? Könnten auch 12 sein, ne? Nein, hä? Okay. Gleich vom Dasein zu Boden gedrückt, erheben wir uns hier. Wenn es jetzt raten wird, sage ich Zahlen passieren. Es gibt ja nur 100 Möglichkeiten, von daher. Gleich erheben wir uns. Ja, 90 ist es bestimmt. Ergibt auch Sinn. Moment. Oh, jetzt kommen wieder Rätsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ja, bla bla. Haha! Soll ich vielleicht auch alle Schlangenköpfe zählen, ne? Dann wird das auch was. Etwas weit für einen Sprung, schätze ich. Das ganze Stück! Können wir auch schwimmen, Herr Professor! Auf genau so eine Entscheidung scheint die Fische im Wasser auch zu freuen.
Würde mir doch nicht! War einfach Fluss mit Zähnen! Ich weiß nicht, also von innen durch, wo Gott, du willst eine Frau auf eine Waage stellen? Bist du des Wahnsinns? Die tötet dich! Ey, Poslitz! Ergänzung! Der vorgefasste Plan! Wie werden wir denn? Eine muss nein, ist doch für die anderen Regeln. Stehe! Erwähle mal! Du hast dich, junger Freund. Und ich bin ich, der Abwechslung meiner Helden. Hoho, ich bin der Weihnachtsmann. Oh, Professor, seid ihr da? Mann, ja, soll ich imponieren, Alter, links. Meine Güte, er ist gesprungen. Schatz, tu doch was. Wir haben die Dinge doch auch alleine geschafft. Und wenn ich von den beißfreudigen Fischen fernhalte, wird das schon alles gut gehen. Hoffe ich. Ich kann doch jetzt erstmal speichern, ne? Oh. Gibt bestimmt wieder Erfahrungspunkte. Darf ich nicht verletzt werden? Ach, ich muss erstmal das Schild lesen, glaube ich. Oben. Grad. Unten. Haha, ich bin so brillant. dass man am Hebel halten kann. So ist doch beachtlich. Wie hält er sich am Hebel mit den Händen am Körper? Ist nur mal gebissen. Hättest du nur Erfahrungspunkte, ich wusste es. Was ist das für ein Gurgel? Gurgel vor mir. Juhu, hier drüben. Ach, wie auch immer. Rauf fahrt, rennen. Kommen Sie. Weiter. Das macht mich heiter. Ich bin dafür, dass ich mal ein paar Eier töte. Ich bin dafür, dass ich mal wieder dein Gift reinlaufe. Da gibt es hoffentlich keine Erfahrung dafür, dass wir das Licht reinlaufen. Eier scheint! Aber hier hinaus. Ach, das täuscht. Einschätzen. Wir machen einfach mal stampfen, das passt dann schon. Und Eis ist ja eben effizient. Ich meine, mich zu erinnern, dass sie ziemlich robust waren, die Eier. Was willst? Kenne nichts! Hoffentlich blühen, das ist keine undiebsame Überraschung. Ich glaube, die konnte man gar nicht töten, oder? Hoffentlich will er nicht das hinaus, was ich mir fand, dass sie gerade vor. Auf ihr meine. Ich glaube, konnte man die überhaupt töten? Also bevor sie schlüpfen? Ja, doch, konnte man. Besser, ich töte sie mal vorher. Und dann greife ich mit Max jetzt normal an. Vielleicht doch keine so gute Idee. Brüllfratze. Meine Krieger, nicht leiden! Achso. Ist doch noch gar nicht geschlüpft. Was will er denn? Was soll's? Ich bedeck nur etwas schalenklein in den Boden. Ach, wie bedauerlich. Gab's Bonus, wenn man die Eier nicht tötet? Nein, ich glaube nicht. Ja, da will was hinaus. Und mal Schulterramme und Brüllfratze und Angriff und. Ich will das nicht so oft benutzen. Machen wir mal Froschsturm. Treffen wir beide. Ei geht K.O. Mein Gott, das Ei kann sich nicht mehr wehren. Haha, jetzt sind wir in der Machtposition. Na, wie gefällt euch das, ihr Eier? Hä? Ich bringe euer Vernichtungsangriff auch nichts mehr. Ha, dumme Eier. Dachten sie wirklich, sie könnten es mit mir aufnehmen? Und tschüss. 24. Nicht wieder in die Falle laufen. Auch nicht in diese. Theoretische Frage. Was schlüpft da irgendwie ein anderer Gegner? Ich muss die ja einschätzen alle. Ich test's mal. Ihr weicht ein Ei aus. Wow. Das ist so wie in Dungeon Siege 2, wo man mit zwei Händen, zwei Einhandschwertern eine Kiste schlägt, oder?
Und ja, die Kiste verfehlt. Ja, das kann wirklich passieren. Mit zwei Einhandschwertern in der Hand, also in jeder Hand ein Einhandschwert, daneben schlagen. Das ist eine reife Leistung und warum habe ich bei den vorherigen meine Magiepunkte so verschwendet? Wahrscheinlich, weil ich sie eh nicht brauche. Und ich hätte mehr Erfahrungspunkte bekommen, wenn ich sie nicht, wenn ich sie alle ausschlüpfen lassen. Ja, verdammt. Naja, gut. Ich werde es auch so schaffen, das Spiel, gerade so. Elinor bekommt bald einen neuen Level und Heisen nähert sich auch schon wieder. Eine Schlange! Oder so, ehrlich. Ist das zwar eher? Dachte sie wirklich, wir entrinnen zu können? Die Einfälligen ist mein Reich! Meins! Alles meins! Immer schlägt! Mein Teufelchen! Mit obszöner Hässlichkeit! Merken Sie das, Ringelwurm! Du wagst es, Widerstand zu leisten! Gümmeling, da stelle ich einen totschköpfigen Happen! Sie werden feststellen, dass der Mahlzeit mehr als nur ein paar Stacheln besitzt, mein Herr. Ach. Ah, es ist schon lange her, dass man wie ein Opfer mit Mut vorgesetzt hat. Vielleicht hat sie auch Geist! Ach, richtig. Das ist es! Oh, wie lange muss diese kleine Freude schon nicht sagen? Ein Kreuzworträtsel, haha. Was redet sie da? Ha? Er. Rätsel! Löst mein Rätsel! Spielt mit mir auf dem Feld des Geistes! Ich frage nur der Vollständigkeit halber. Falls sie uns weigern, zerquetschen sie uns, oder? Schön! Ihr kennt also die Spielregeln! Da ist das bestimmt natürlich in euren Leben! Ja, wie immer halt. Was sieht das Spiel denn für einen Fall unseres Sieges vor? Darüber müsst ihr keine Sorgen machen. Meine Rätsel sind viel zu schwierig, um sie zu lösen. Warum rede ich so komisch? Keine Ahnung. Und weil ihr die Eier angegriffen habt, ist ein extra griffiges Rätsel doch als Zugabe. Oh, wir nehmen ja auch vor. Ja, schön. Ich wusste, es ist eine gute Idee, weil die Eier anzugreifen. Dann nur das erste Rätsel. Mit M umschließt es manchen Garten, mit D trotz des der Zeit Lauf, B muss es Acker warten. Mit L steht ein Jäger oft darauf. Lauer, Schauer, Hauer. M schießt es manchen Garten. Ach so. Nee, Moment. Ich würde es mal fast sagen. M schießt es manchen Garten. Boah. Ich, so Mauer, Dauer, Bauer, so Lauer, löst das jetzt auf. Sein Lächerling, gleich kann! Wir haben uns nicht unterhalten, ja. Unterkriegen, ach. Pah, hol dir mein Groß, wo du mein Aufwärmphase verdienen. Ist das ernst? Nee, Hugo, haha. Das zweite Rätsel. König befiehlt es, der Kutscher macht es und wir alle haben es. Der König befiehlt, der Kutscher macht es, wir alle haben es. Arbeit, Vorfahren, Gepäck. Hä? König. Ja, Karussell habe ich jetzt nicht, ne? Kutscherrechte. Krone habe ich auch nicht. Hä? Ja, komm, das kürzen wir jetzt mal ab. Ah, na wenigstens kann man speichern, also kann man speichern. Ja. Hä? König befiehlt es, der Kutscher macht es, wir alle haben es. Also ehrlich gesagt. Ja. Könnte jetzt nicht dauern, bis ich da richtig geraten habe bei allen. Ja, komm schon, das ist einfach. Ja, bla 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 bla. Befiehlt es.
Ja. Ich weiß natürlich die letzte Antwort. Ich will das Spiel nur in die Länge ziehen. Ich will nur Zeit füllen. Ja. Komm schon. Wir alle haben es. Vorfahren? Och, ich Depp! Vorfahren, ja. Wie komme ich jetzt auf irgendwie Autovorfahren oder so? Ach. Schon wieder richtig. Doppeldeutigkeiten bereiten euch wohl keine Schwierigkeiten. Ich war jetzt irgendwie nur auf Autovorfahren. Keine Ahnung. Schatz, zieh sie mal bitte auf Kommentare. Jetzt macht euch auf etwas gefasst. Mein drittes Rätsel. Was will denn jeder werden? Was will doch keiner sein? Was will denn jeder werden? Was will doch keiner sein? Richtig. Anscheinend haben sie die Lösung der alten Rätsel mittlerweile rumgesprochen. Das hier ist ein echter Kopfnuss. Mein viertes Rätsel. Wer es macht, der will es nicht. Wer es trägt, behält es nicht. Wer es kauft, der braucht es nicht. Wer es hat, der weiß es nicht. Horizont, Schatten, Regenbogen. Wer es kauft, der braucht es nicht. Sag, oder? War wieder richtig! Hey! Schau uns an, ist zu Ende! Das fünfte Rätsel! Was macht es, sagt es nicht. Wer es nimmt, der kennt es nicht. Wer es kennt, der nimmt es nicht. Wein. Auf einmal hören. Das wollte ich doch jetzt gar nicht so weit zurückspulen. Hat da jemand was falsch gesetzt? Wer es macht, der sagt es nicht. Wer es nimmt, der kennt es nicht. Richtig, richtig. Hallo, wer stellt an? Ihr kommt Stapel und Eierfriefe. Das letzte Rätsel. Immer ist es nah, niemals ist es da, wie du denkst, du seist daran, nimm es einen anderen Namen an. Nochmal hören. Immer ist es nah, niemals ist es da. Seist daran, nimm es einen anderen Namen an. Pflaume? Morgen? Glut? Nein. Du denkst, es sei es dran. Was ist es da? Ja. Irgendwie habe ich die Verlockung, einen Baum zu nehmen. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Spur mal vor hier im Text. Kann ja jeder kommen. Ja, mit dem Auto vorfahren. Ich habe mit dem Auto vorfahren. Ja, komm, das ist doch Kinderkacke hier. Ja, bla 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 bla. Komm schon, alles wunderbar. Weitere. Ja. Immer ist es nah, niemals ist es da. Glaube wohl nicht, Schatten vielleicht. Borken? Baum? Wieso will ich ihm einen Baum sagen? Ach, leck mich! Kann sie noch um Stunden handeln. Es gibt nur 6 Antworten. Nein, es gibt. Egal. Doch, 6 Stück. Komm schon. Ja, das kennen wir alle schon, das war Kinderkacke. Sarg. Ja, ja. Das fünfte Rätsel, das ist so unglaublich schwierig. Ja, komm schon. Woher kennt der überhaupt Geld? Was ist da? Pflaume? Also Schattenreflex ist es nicht. Morgen? Der morgen einen neuen Namen an. Oder ist es auf morgen Tagänderung bezogen? Wie kann das sein? Oho, bin da wie Schein, das Spiel gewonnen zu haben. Ja, das habt ihr. Ungeheuerlich. Ihr seid bemerkenswerte Geschöpfe. Diese Dame namens Sansa ganz anders zu sehen.
Wir haben uns perfekt damit entsorgen lassen. Ja, es ist schon ein herrlich heimtückisches Biest, nicht? So erstaunlich wie es wir verdient vielleicht eine andere Behandlung zu den sonstigen Gäste. Boah, mach mal Kapslock aus, Mann, ey, Noob, ey. Sag, was wollt ihr von meinem lieblichen Sensi? Haben Scheiben der Luis dabei. Häuptlich Amt vorschlägt Schlangen an der Allianz. Ach, Politik. Ach, jetzt macht ihr die Tapslock doch. Nein, natürlich nicht. Das kümmert mich schon lange nicht mehr. Diese Dinge zu untersenden sie. Was heißen, ich lasse uns passieren. Ihr habt euch mein Spiel als tüchtig erwiesen. Sei es wert, mit den Schlangen verhandeln zu dürfen. Und glaubt eins.